Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de zu der aktuellen Folge unserer beliebten Handyschnäppchen. Wir zeigen euch gleich die derzeit besten Geräte in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis in verschiedenen Preisklassen. Wie ihr auch gleich sehen werdet, sind es natürlich nicht nur Geräte von sogenannten Top-Herstellern, sondern auch teilweise Geräte von nicht so bekannten Herstellern, die wir euch zeigen werden. Darüber hinaus haben wir auch noch einige Auslaufmodelle für euch am Start. Wenn ihr euch also ein Handy kaufen möchtet oder auch ein Handy verschenken möchtet, solltet ihr euch unbedingt dieses kurze Video näher ansehen. Ich sage nun viel Spaß und los geht es mit unseren Smartphone-Schnäppchen. Genau, los geht's und zwar mit einem echten Klassiker-Smartphone, dem Sony Xperia Z, das ihr hier schon seht im Hintergrund. Ein Klassiker insofern, als dass dieses Handy schon mehr als 3 Jahre auf dem Buckel hat. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum wir euch so ein doch eher älteres Smartphone hier empfehlen. Das liegt natürlich am Preis. Das Sony Xperia Z kostet mittlerweile nur noch 167 Euro. Als es auf den Markt kam, lag die UVP bei satten 650 Euro. Das ist also ein Preisnachlass von knapp 75%. Ja, das Sony Xperia Z ist immer noch aus unserer Sicht ein Oberklassen-Smartphone. Natürlich gibt es mittlerweile Smartphones mit besseren Prozessoren und Fingerabdrucksensoren und so weiter. Nichtsdestotrotz muss sich das Xperia Z aus unserer Sicht nicht verstecken. Es hat ein 5 Zoll Triluminos Display mit Full HD Auflösung, eine wirklich gute 13 Megapixel Kamera. Es ist gegen Staub und Regen geschützt und hat sogar schon LTE an Bord und NFC ist auch dabei. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem Oberklasse-Smartphone, aber jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann solltet ihr euch unbedingt dieses Smartphone näher ansehen. Ja, weiter geht's mit einem Mittelklasse-Smartphone, dem LG G3S, das ihr hier seht. Wir stellen euch in unseren Schnäppchen-Videos ja immer jeweils ein Oberklassen-, Mittelklassen- und Einsteiger-Smartphone vor. In der Mittelklasse haben wir uns in diesem Monat eben für das LG G3S entschieden. Auch hier natürlich der Grund dafür, vor allem der Preis. Dieses Smartphone hat zum Marktstart 349 Euro gekostet. Und jetzt bekommt ihr dieses Smartphone für sage und schreibe 100 Euro. 106 Euro sind es, glaube ich, bei Amazon, aber wenn ihr ein bisschen recherchiert, werdet ihr das sicherlich noch ein bisschen günstiger finden. Ja, dieses Smartphone hat ebenfalls wie das Xperia Z auch ein 5 Zoll Display. Die Kamera hat eine Auflösung von 8 Megapixeln und wird von einem Laser-Autofokus unterstützt. Dieser Laser-Autofokus wurde beim LG G3 erstmalig vorgestellt und dann eben auch hier in das G3S eingebaut. Und auch hier habt ihr LTE an Bord und darüber hinaus hat uns beim Test vor allem auch der Akku mit seiner langen Laufzeit sehr überzeugen können. Also schaut euch dieses Smartphone bitte an, wenn ihr ungefähr 100 Euro ausgeben wollt. Aus unserer Sicht gibt es derzeit zumindest nichts Vergleichbares auf dem Markt. So, zu guter Letzt jetzt noch das Einsteiger-Smartphone, in diesem Falle das Microsoft Lumia 550, das ihr mittlerweile für 89 Euro bekommt. Dieses Handy hat zum Marktstart 139 Euro gekostet und ja, jetzt gibt es es eben schon für 89 Euro. Es ist sicherlich überhaupt gar kein Zufall, dass es schon wieder sich um ein Windows Mobile Smartphone handelt. Das war schon ein paar Mal so in unserer Schnäppchen-Videoreihe. Es ist ganz einfach so, dass Windows Mobile Smartphones unserer Meinung nach eigentlich unter Wert verkauft werden. Offensichtlich ist es so, dass Microsoft das nicht anders hinbekommt, weil natürlich sich Windows Mobile Smartphones gegenüber Android und auch Apple, also iOS-Smartphones, immer noch so ein bisschen schwer tun am Markt. Aber ihr profitiert davon, weil ihr nämlich hier ein Windows 10 Mobile Smartphone bekommt für, wie gesagt, nicht mal 90 Euro. Windows 10 Mobile, das muss man vielleicht nochmal sagen, das ist ja, wie einige von euch wahrscheinlich wissen, das neueste Betriebssystem von Microsoft. Dafür wurde doch relativ stark auch die Werbetrommel gerührt. Wir fanden dieses Betriebssystem tatsächlich auch sehr, sehr in Ordnung. Ist natürlich, wenn man umsteigt von Android oder von iOS, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich dürfte man sich da schnell zurechtfinden. Ja, bitte erwartet nicht allzu viel in Sachen Performance von diesem Smartphone. Es reißt natürlich keine Bäume aus. Hier seht ihr den AnTuTu-Score, den Benchmark-Wert von knapp 11.000 Punkten. Aber fairerweise muss man natürlich sagen, dass das bei Einsteiger-Smartphones immer so diese Werte
sich um diese Werte dreht. Das ist eigentlich ein normaler Wert für ein Windows-Smartphone. Hier seht ihr noch den MicroSD-Einschubschacht. Da könnt ihr also noch eine Erweiterungskarte reinstecken, wenn euch der interne Speicher nicht reicht. Hier kommt gleich noch die Kamera. Gut, da muss man jetzt ehrlicherweise zugeben, das war jetzt nicht so toll, was da rausgekommen ist. Aber wie auch immer, wir empfehlen euch dieses Smartphone, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt und vor allem natürlich dann, wenn ihr ein Windows-Mobile-Phone haben wollt. Ja, das war es von unserer Seite schon mit unserem Schnäppchen-Video im Juni. Ich hoffe, eins der drei Smartphones findet euer Gefallen und wenn euch das Video insgesamt gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und schaut mal wieder vorbei. In ein, zwei Monaten folgt das nächste Smartphone-Schnäppchen-Video von tariftipp.de. Bis dahin sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute.